Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer oben auf der Tribüne und zu Hause. Ja, wir unterhalten uns heute hier zum Antrag der FDP zum mit dem Hintergrund der Warhol-Verkäufe. Das ist so gesehen nichts Neues. Wir hatten auch im letzten Plenumplatz einen Antrag von der Piratenfraktion zu dem Thema. Wir haben als Piratenfraktion, ich glaube, 7 Pressemitteilungen dazu geschrieben. Wir hatten eine aktuelle Viertelstunde im Kultur- und Medienausschuss beantragt. Wir hatten eine Dringlichkeitsanfrage im Haushalts- und Finanzausschuss dazu. Das heißt, die Debatte lief schon. Es gibt auch eine Zusage von der Ministerin, einen runden Tisch dazu einzurichten. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und wir werden sie auch daran messen. Denn die Debatte ist eröffnet. Und wir Piraten haben uns auch ganz klar positioniert. Das, was da geschehen ist, war ein Unding. Das war ein Dammbruch. Die Büchse der Pandora wurde eröffnet. Und das Schlimme und das Schäbige daran war die Intransparenz, mit der das im Hintergrund gelaufen ist. Denn beteiligt waren die Fraktionen oder Mitglieder der Fraktion der SPD, der Grünen und der CDU. Herr Kollege, wollen Sie eine Zwischenfrage? Nein, momentan noch nicht. Das heißt, viele Personen wussten davon. Jetzt tut man so, als hätte man nichts davon gewusst. Sei es drum. Zum Antrag selbst, mir ist aufgefallen, im Antragstitel steht geschrieben, wir brauchen ein Schutzschild. Das fand ich ganz bemerkenswert und eigentlich auch einen schönen Vergleich. Schutzschild, das kenne ich so ein bisschen eher aus dem Science-Fiction-Bereich, genauer zu sein aus dem Star-Trek-Universum, da gibt es auch Schutzschilde. Und ja, ich glaube tatsächlich, wir werden diese Schutzschilde brauchen. Nämlich dann, wenn ein wild gewordener Finanzminister mit seinem Schuldenraumschiff wild ballernd mit Photon-Torpedos und Phasern einen Angriff auf die Kultur- und Kunstlandschaft in NRW startet. Und ich glaube, wir werden nicht nur Schutzschilde brauchen, sondern auch etwas gibt es bei den Raumschiffen, nämlich Tarnvorrichtungen, zumindest im Falle eines Angriffs. Wenn dann nämlich die große Schuldenbremse auf dem Schirm auftaucht, dann wird man vielleicht auch für solche Kunst- und Kulturgüter in NRW Tarnvorrichtungen brauchen, um diese davor zu beschützen. In dem Sinne danke ich recht herzlich der Ferengi-Fraktion, Verzeihung, der FDP-Fraktion hier im Landtag für diesen Antrag. Ich denke, es ist gut, dass er im Ausschuss ist, dass wir darüber reden können und die Debatte muss auf jeden Fall weitergehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler.